Ah, gut, ich glaube, in die Häuser hier kann ich alle überall nicht rein. Wäre auch ein bisschen blöd. Wenn ich bei jedem. Ah, doch, hier! Keine Zeit dafür. Ich muss mich beim grünen Drachen mit den Zwergen treffen. Okay. Ich dachte gerade schon, dass ich da ein bisschen rumgucken kann. Aber hier hat sich auch noch ein Kind versteckt, so wie es aussieht, oder? Nee. Die haben sich ja jetzt auch nicht so mega fies versteckt, muss man ja auch mal sagen. Oh, doch, tatsächlich. Da hinten steht noch jemand. Ja, hallo. Mensch. Ihr habt mich gefunden. Nächstes Mal finde ich ein besseres Versteck. Ja, das war schon gut genug. Im letzten Winkel. Nicht schlecht. Okay. Jetzt ein Quest wäre damit fertig. Jetzt brauche ich noch die Nähnadel. Und die Würste. Na, also, wird doch langsam. Aber sicher. Gut. Wo hat es hier noch Würste? Wurst, 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 Metzger oder sowas. Ah. Dieser Zauberer ist. Ja, nee, nichts Interessantes hinten. Der Typ ist weg. Moment mal. Kann ich denn mit dem Brunnen was machen? Aha. Was gibt's denn da zu holen? Hallo, Wasser der Energie erhalten. Okay. Kann ich da nochmal was machen? Nee. Okay, den Wasser der Energie habe ich auf jeden Fall noch gefunden. Schaue ich doch da drüben mal noch zu der Tür auch hin. Dann schaue ich nochmal auf die andere Flussseite. Ich nehme mal stark an. Keine Zeit dafür. Ich muss mich beim grünen Drachen mit den Zwergen treffen. Ja, ist ja schon gut. Ich nehme mal stark an, dass der ihre Nähnadel. Der ihre Nähnadel muss eigentlich irgendwo hier sein, denke ich. Und die Wurst muss irgendwo da drüben sein noch. Ich denke, das wird schon so halbwegs aufgeteilt sein, dass man nicht ständig hin und her rennen muss, komplett. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Wo versteckt man denn hier eine Nähnadel am dümmsten? War da hinten irgendwas vielleicht auf den Felsen noch? Nee. Wenn nicht, jetzt haben wir immerhin noch ein Wasser der Energie gefunden und alle Kinder gefunden und bringt uns eh nur ein bisschen Erfahrung. Wir haben einen vierten Lebenspunkt gekriegt. Und dann würde ich sagen, packen wir es jetzt einfach mal. Ich speichere hier nochmal. Und dann schauen wir in den grünen Drachen, bevor wir jetzt ewig noch rumgucken für das bisschen Erfahrung. Was jetzt auch nicht so wichtig ist. Und hier wird eine unsichtbare Wand sein, denke ich. Jawohl. Gut, dann lassen wir es und packen es in den grünen Drachen. Was denn die Zwerge da noch so zu erzählen haben. Wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht, Herr Beutlin. Dann können wir ja aufbrechen. So, wie viel haben wir denn? Mutpunkte müssen wir doch... Was? Quests, ja gut, 20 von 23. Das ist doch eigentlich gut. Alle Truhen haben wir gefunden. Quest haben auch fast alles gemacht. Münzen. So viele Münzen habe ich liegen lassen und so viele Mutpunkte. Okay, dann haben wir doch einiges nicht gesehen. Aber okay. Das war's erstmal. Okay, und hier kann ich jetzt was kaufen. Alles klar. Ja gut, ich muss eigentlich nichts kaufen. Ich spare lieber mal und gucke dann, was ich am dringendsten brauche. Fertig. Ja, ich will den Händler jetzt erstmal verlassen. Kaum hatte er sein Heim verlassen, bereute er es schon. In der gefährlichen Einöde war es kalt, nass und das Essen ging ihnen aus. Plötzlich entdeckte Balin Feuerschein. Thorin schickte Bilbo aus, ihren neuen Dieb, um das zu untersuchen. Hammelbraten. Ah, okay. Wer von euch ein Hobbit kennt, kann ahnen, was jetzt kommt. Ich sag's jetzt erstmal nicht. Ich schaue jetzt erst noch, ob ich überhaupt recht habe. Aber ist recht offensichtlich, denke ich. Vor allem die Hammelbraten-Überschrift. Jetzt aber okay. Ist der Dieb an der Reihe. Sieht los und untersucht diesen Feuerschein. Seht nach, ob es sicher ist. Okay, mache ich. Gut. Muss ich hier erst noch mit jemandem reden? Ich schau mal noch dahinter ein bisschen, was die Zwerge so zu sagen haben. Elender Regen, ich hole mir einen Schnupfen. Würdet ihr mir bitte eine Bärentraubenpflanze bringen? Oh je. Hätte ich nur nicht mit ihm geredet. Jetzt kriege ich wieder optionale Quests. Hilfe. Okay. Egal. Die helfen mir doch gerne.
Hallo. Sagt Bombur, er soll mit dem Gemurre aufhören. Eine kleine Hungerkur könnte ihm nicht schaden. Oh, das ist gemein. Wo ist Bombur? Bombur? Wo ist der dicke Zwerg? Bombur, 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 Bombur. Das müsste dann wohl der sein. Ach ja, der ist tatsächlich ein bisschen dick. Cool. Hallo. Pflanzen in der Einöde sind anders als eure lieblichen Pflanzen im Auenland. Manche dieser Blätter haben sogar Zähne. Okay, muss ich aufpassen. Vermutlich gibt es da wirklich welche mit Zähnen. Diese Gegend gefällt mir nicht. Vor langer Zeit haben die Untertanen des Hexenkönigs in dieser Gegend Tunnel und Minen angelegt. Überall liegen noch ihre Werkzeuge herum. Oh, ich wünschte, ihr würdet uns eine schöne heiße Mahlzeit stehlen. Ich sterbe vor Hunger. Okay. Und du? Wir haben nur noch wenig Nahrung, seit eines unserer Ponys vor Schreck durchgegangen ist. Okay, also, wir sollten wohl ein bisschen Nahrung finden für die Zwerge. Das wird, glaube ich, die Moral erheblich steigern. Speichern wir hier nochmal. Und dann packen wir es mal und gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo Nahrung finden. Und schauen wir mal nach, was es denn mit dem Feuerschein auf sich hat. Und da ist tatsächlich schon eine Pflanze, die uns ankragen will. Eins. Okay, also ein Schlag, dann ist sie tot. Gut, das kriegt man noch hin. Ja, das kriegt man noch hin. Da hinten Erfahrung. Naja, also... Ein Wolf! Der sieht wahrhaftig nicht so freundlich aus wie unsere Hunde im Auge. Ein Gegner, okay. Hallo, Wolf. Oh. Au, drei. Hey. Drei Schläge braucht das Viech schon. Hey. So, jetzt aber. Weg mit dir. Was soll denn das? Wölfe. Okay. Als wäre einer nicht schon schlimm genug. Oh. Gut, das habe ich jetzt doch ganz gut hingekriegt. Okay, passt. Ich dachte, die wären ein bisschen stärker, aber okay. Gut, das Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht. Ob es für euch vielleicht ein bisschen zu hektisch aussieht fast. Aber das macht echt noch Spaß. Also, mir gefällt's. Klasse. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Freut mich. Ich hatte ja schon ein bisschen Angst, dass das Spiel vielleicht doch nicht ganz so geil gealtert ist und vielleicht nicht mehr so einen Spaß macht. Aber bis jetzt macht es mir echt noch Spaß. Kann ich nichts sagen. Und da vorne steht doch eine Kiste, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Machen wir doch auch gleich auf. Gut, haben wir ein bisschen Gold gefunden. Perfekt. Epische Wassereffekte. Naja. Sie haben getan, was sie konnten damals. Und ja, da vorne steht der Thorin, oder? Ja, das müsste Thorin sein. Wo war denn der Feuerschein? Ich glaube, ich bin in die komplett falsche Richtung gegangen, oder? Ich habe vorher gar nicht aufgepasst, wo der Feuerschein ist, verdammt. Naja. Oh. Alle mal weg mit euch, blöde Viecher. Ach da, Pilze, sehr gut, kann mich wieder heilen. Hallo, was gibt's zu sagen? Diese Vorsprünge sehen tückisch aus, Bilbo. Wenn sie zu weit auseinander liegen, benutzt euren Spazierstock, um euch beim Springen zu behelfen. Viel Glück, Bilbo. Ja, nur wie? Ich wusste, dass es irgendwie geht, aber ach, okay, Steuerung links. Ah, für einen Stab müsst ihr euren Stock verwenden. Haltet dann während des Rennens Steuerung gedrückt und drückt schnell Leertaste. Okay, gut, ich bin doch richtig gegangen. Stimmt, okay, das ist ein anderer Zwerg. Da oben war ich vorher. Stimmt, okay, alles klar. So, hier hätte ich auch schon hoch können. Und jetzt muss ich das mal probieren. Ah, okay. Cool. Oh. Kann ich mich so in die Luft einfach abstützen? Geht das? Naja, gleich nochmal probieren. Ich dachte, ich muss mich noch auf dem Absatz hier abstützen. Aber so wie es aussieht, kann er sich einfach so durch die Luft schwingen, der gute Bilbo. Ja, tatsächlich. Okay. Oh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Blöde Viecher. Und hier nochmal, oder? Ja, perfekt. Gleich mal speichern. So. Wenn ich das Schleusentor erreiche, kann ich das Wasser abstellen. Und es bringt was genau? Dass hier durchlaufen kann, vermutlich. Okay. Dann mache ich mich mal dran, die Schleuse hier abzustellen. Wer auch immer hier eine Schleuse hinbaut. So. Gibt es hier irgendwas zu essen? Sieht nicht so aus, oder? Da
Was ist das da vorne? Ein Geldsack? Okay. Steine kann ich eh nicht brauchen im Moment. So, dann mache ich doch mal die Schleuse hier weg. Oh, da sind aber Viecher. Die mögen mich nicht, denke ich mir. Okay, jetzt erstmal hier rüber schauen. Das Gold schnell mitnehmen. 153 habe ich jetzt immerhin schon. Da kann man doch schon was damit kaufen. 40 hat ein Heiltrank gekostet und ein Gegengifttrank. Also, oh. Verdammt, ich dachte, das wäre was zum Draufhüpfen. Und da hinten haben wir auf jeden Fall... Oh, was ist das denn? Ein Schlüssel. Okay. Was ist das? Nachschlüssel erhalten. Nachschlüssel benutzt, um mit Fallen versehene Kisten zu umgehen. Okay, cool. Ja, da muss ich wahrscheinlich das Rätsel nicht lösen, sondern kann direkt weitermachen. Das ist natürlich auch angenehm. Und da sind auf jeden Fall blöde Viecher, gegen die ich wohl kämpfen muss. Komme ich nicht dran vorbei. Was können die denn? Die sind so schnell, die sehen so schnell aus. Abscheuliche Kreaturen. Ja, die sind echt ein bisschen dumm, die Viecher. Oh oh. Naja. Das sind Frösche, oder? Irgendwie Riesenfrösche oder sowas. Bam. Erledigt. Da wieder eine Kiste. Was hat die dabei? Geld. Sehr schön. Und Erfahrung. Läuft. Da oben kann ich mich wieder ein bisschen regenerieren. So. Die Erfahrung nehmen wir auch noch mit. Und so. Ach stimmt, meine Steinwurffähigkeit kann ich eigentlich auch mal öfter benutzen. Und jetzt fahre ich hier erstmal rüber mit der coolen Seilbahn. Moment, kann ich die alle mit einem Schlag erledigen? Nein, verdammt, dumme Idee. Aber fast. Und wieder ein Speicherpunkt. Die Speicherpunkte sind ziemlich human gesetzt, muss man sagen. Also, selbst wenn ich sterben würde, viel müsste ich nicht neu machen. Wenn ich den Wasserstand anheben könnte, käme ich vielleicht hinüber. Ja, jetzt auf einmal den Wasserstand wieder anheben, ist klar, gell? Naja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als da runter zu gehen. Das sind aber einige Viecher. Verwisch ich die vielleicht mit meinem... Moment mal, die machen sich ja gegenseitig platt. Okay, sehr gut. Ja, macht mal weiter. Na, dauert mir zu lang. F. Komm, helfe ich ein bisschen nach. Mein Stein. Oh, verdammt, das war mal schon mal nix. Boah, die bewegen sich einfach zu schnell. Nee. Stopp. Jetzt triff doch mal. Triff doch mal. Ach, verdammt. Oh, jetzt hat er, glaube ich, gerade auf die Ding geworfen, auf die, was wollte ich sagen, aufs Brett unter sich. Das war natürlich nicht so geil. So. Gut, auch erledigt. Und da ist es ein Pfad, der mich hier hinterführen soll? Nee, leider nicht. Okay, ja, da vorne ist wieder eine Kiste. Und dann muss ich da drüben hoch, da werde ich dann wieder zu der zweiten Schleuse kommen. Oh. So, klappt doch ganz gut. Heiltrank, wie kann ich denn einen Heiltrank nehmen? Wahrscheinlich im Inventar dann später mal. Hier, ja. Okay. So, dann schauen wir hier mal hoch. Da werde ich dann ja wohl zu der zweiten Schleuse kommen, oder? Fast 100% sicher. Einen anderen Weg habe ich nämlich nicht gesehen. Ja, passt doch. Sehr schön. Okay. Ach, jetzt. Okay, die Paletten da unten schwimmen. Klar. Dann komme ich da jetzt rüber. Okay. Passt. Hoppla. Du sollst da durch... Nein. Jetzt komm. Geh doch da runter. So. Gut. Was bringt mir das hier rüber zu gehen? Ne, von da komme ich, da will ich nicht hin. Zumindest noch nicht. Vielleicht nachher wieder auf dem Rückweg. Und hier, oh, was ist denn hier los? Okay, da ist ein bisschen Geschick gefragt jetzt. Naja, mal schauen, wie ich das hinkriege. Und hier... Okay, dann schauen wir jetzt mal da runter. Da, die Viecher machen wir noch platt.
Und da speichern wir nochmal. Und dann machen wir uns mal auf in den Strudel hier. Speichern. Und wie wir das probieren und ob das klappt und wo wir dann als nächstes hinkommen, das seht ihr dann wieder im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Ich würde mich natürlich über Like, Comment oder Abo freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.